Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palworld. Wir sind jetzt hier immer noch bei unserem guten King Packer-Freund und gehen jetzt endlich auf die Reise zu Level 36. Fehlt nicht mehr viel? Ein bisschen müssen wir noch. Aber wenn wir das fertig haben sollten, dann können wir uns endlich, was heißt endlich? Also, endlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann können wir auf jeden Fall die ganz großen Betten bauen. Und mit den großen Betten zusammen können wir dann endlich so weit gehen, dass wir das nächste Lager vollständig schon mal anfangen können. Ja. Oh, hier ist ein Ei. Vielen Dank. Dann fliegen wir da einfach mal hier ein bisschen vorbei. Das ist prima. Hallo, liebes Ei. Du bist ein Elektropell. Du kommst mit in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Verdiene jetzt Millionen. Hier haben wir wieder die schöne Dark Souls Brücke. Erstmal ganz im Ernst, also egal wie, ne, aber die sieht safe so aus. Ich war damals so sicher, dass hier irgendwie ein Drache angeflogen kommt oder so ein Scheiß. Einfach so als Anlehnung daran, aber nö. Nö. Kam nicht. Hallo. Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, ob Sie es schon wissen. Aber sie werden sterben. Oh, Entschuldigung, Fadler. War nicht meine Absicht. Es ist echt nur unter mir direkt, ne? Also so. Ja. Okay. Ja, man kann mitarbeiten. Ist aber trotzdem irgendwie weird, damit zu kämpfen. Ich glaube, wenn der automatisch kämpft, ist der 200 mal besser. Wieso liegt denn jetzt hier überall Holz rum? Achso, ich habe Holz gefällt mit dem. Lol. Das hat da den ganzen Schaden gemacht. Hab mich schon gewundert. Er ist ja random. Ich meine, okay, cool. Hallo, Fudler. Ich glaube, ich mache mal noch eine Excel-Liste fertig, nachdem ich jetzt mit dieser Aufnahmesession hier durch bin. Oder generell irgendwann mal, die ich so nebenbei immer ein bisschen aktiv weiterführe. Für die, die es nicht wissen und mich jetzt nur durch Palworld kennen sollten, kann ja sein. Ne? Ich bin eigentlich bei all meinen Projekten immer unterwegs, dass ich erst anfange, das normal zu spielen und irgendwann geht es dann so ein bisschen in Richtung Min-Maxing. Oder so ein bisschen halt durchgeplanter, ja? Und ich bin zum Beispiel jemand, ich plane hier zum Beispiel, also nicht jetzt hier so generell, sondern auf meinem Kanal, generell immer alles so detailliert, dass ich eine Excel-Liste dafür vorbereite und in allen möglichen Punkten alles immer ziemlich ordentlich mache, ja? Also Factorio ist so eins der Anfangsdinger gewesen. Okay. Geht aber natürlich auch noch ganz, ganz weiter an viele andere Spiele. Ja, und ich hab mal, hier kann man es auch ganz gut machen. So, Lager ein bisschen optimieren. Mal ein bisschen gucken einfach. Okay. Müsst ihr wissen. Ne, ansonsten, ich denke mal, alleine schon eine Liste zu haben, dass wir sehen können, welche Pelze wir noch benötigen. Außer jetzt hier mal einzelne Dinger durchzuklicken. Geht eigentlich an, mit Falltasten gehe ich nur so runter. Schade. Ach, ich brauch sogar noch einen Liftmunk. Rubies. Okay, 4 Fixies. Ein Liftmunk. Und 2 Depressor, aber die sind halt in der Nacht. Wo sind Fixies? Warte, so muss ich gucken. Nur da, okay. Ja, ein Liftmunk. Wo sind die eigentlich genau? Quasi überall, aber nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Okay, dann bin ich ja hier schon quasi falsch. Ja, auf jeden Fall muss ich mir dann irgendwie mal eine Liste machen, in der wir zumindest irgendwie einfach abhaken können. Ey, die und die Pelz habe ich fertig, die und die nicht. Weißt du nicht, was wäre noch ganz hilfreich, das einfach so nebenbei so zu haben, dass man auf einen Blick sehen kann, das und das benötige ich und das halt nicht. Denken wir, das ist auf jeden Fall hilfreich. Guck mal, da sind noch schon direkt ein paar Fixies. Guten Tag. 2 männliche Fixies. Haben Sie einen Moment, um in meinen Ball zu kommen? Das wäre sehr freundlich. Vielen Dank. Gute Wahl. Ist er wieder da? Nee. Wieso ist denn das letzte Mal so krass schnell gespawnt hier und dieses Mal nicht so? Ach, komisch. Fuck.
Brauche ich die noch oder sind die fertig? Nicht töten, bitte. Ich will den haben. Ja gut, da kann ich ihm aber auch nicht helfen. Hier geblieben. Sag mal. Ich bin zu schlecht, ihn zu treffen. Danke. So, Magazin gewechselt. Ne, die habe ich durch. Okay. Egal, gib wenigstens ein bisschen Pellsaft. Ist auch sehr hilfreich. War hier nicht gerade eben noch zwei Fixies? Da sind sie. Ne, ist ein Cremes. Ne, die will ich nicht. Ja, Moment. Das ist ja doof. Ach, ups. Wie konnte das nur passieren? Das ist ja doof. So. Tja. Ja, da ist schon diese komische cremige Cremes. Nochmal Cremes. Ein paar Fixies. Na, geht doch. Ah, du kannst mich auch gerne runterlassen. Hier geblieben. Wo willst du hin? Putz. Noch einmal. Putz. Rein da. Jetzt bist du dran. Bonk, bonk. Ey, die Spitzhacke ist eigentlich echt voll eine gute Sache. Viel besser. Weil der Speer ist halt zu stark jetzt auf jeden Fall für die. So, ein Fixie noch, dann haben wir's. Da, Level 6, easy. Hallo. Nein, oh, das war eine. Oh, da war aber knapp. Fast einmal zu viel hier. Abschluss, Bonus. Ah, das ist ein Liftmunk. Optimalus. So, mein Freund. Meine Freundin. Bleiben Sie bitte mal stehen. Bonk. Wir sind sogar quasi wieder da, wo wir hergekommen sind. Nice. Warte. Sag mal. Bleib hier, du Schuft. Das ist fast doppelt so viel. So, jetzt aber. Müsste reichen. Cool, danke. Abschlussbonus. Mhm. Gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht finden wir irgendwas, was hilfreich ist. Oh, ist auch ein schöner Ort. Wow. Der ist auch ganz cool. Den habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Erstmal markieren. Ah, wobei, ist ein bisschen weiter nach da. So, ist gut. Es war kaum ein Unterschied, aber wird schon passen. Guck mal, hier ist auch echt schön eigentlich. Ist zwar auch wieder alles sehr gebirgig, aber kann man auch machen. Oh, das sieht auch noch einen guten Platz aus. Ich meine, ich brauche jetzt eh keinen Platz mehr, ne? Aber markieren kann ich es ja trotzdem mal. Dann brauchen wir in der Zukunft nicht so lange suchen. Na, nee, geht so. Geht so. Dann lieber direkt am Strand hier. Ich gehe auch nur hier hin wegen dem Pancake. Für den kleinen Pancake, weißt du? Ich habe übrigens jetzt mal geguckt nach den Elementen und habe eine Konterliste jetzt nebenbei mal offen. Also jetzt nicht eine Liste offen, sondern ich habe einfach ein Bild dafür runtergeladen. Ich habe jetzt die Feststellung, wie genau die Elemente gegeneinander kämpfen. Und zwar fangen wir einfach mal da an, wo es auch Sinn macht, und zwar bei Gras. Gras ist gut gegen alles, was Erde ist. Erdelement ist gut gegen Elektro. Elektro ist gut gegen Wasser. Habe ich ja schon vermutet, ist ja auch irgendwie logisch. Wasser ist gut gegen Feuer. Feuer ist gut gegen Gras, damit ist der Kreislauf geschlossen. Aber ist Feuer auch gut gegen Eis? Eis ist gut gegen Drache. Drache ist gut gegen Schatten. Und Schatten ist gut gegen Neutral. Und Neutral ist halt einfach am Arsch. Ja. Das wollte ich noch mal ganz kurz so festhalten.
Die Liste habe ich mich jetzt offen. Das heißt also, wenn jetzt hier Eis ist, dann wäre Feuer doch... Oder ist es Wasser? Wasser und Eis. Egal wie, müsste er effektiv gegen sein. Wird aber auch von ihm gekontert. Ist so ein gegenseitiger Konter quasi, weißt du? Weißt du? Okay. Hm. Kurz auseinanderwerfen. Auseinanderlegen den Typen. Finde ich gut. Hm, wenn er so am Rumtaumeln ist, dann müssen wir es mal so machen. Hallo. Bock. Eingefangen. Optimal. Boah, damals bin ich an dem mal gestorben, wisst ihr noch? Ach ja. Nicht mal mehr ansatzweise. So, Dungeon verlassen wieder, danke. So, zupp. Und dann gehen wir jetzt hier mal ganz kurz zu Catrus, weil da können wir ebenfalls noch ganz kurz ein paar andere Pelz fangen, die wir eventuell benötigen. Na, man weiß es ja nicht. Guck mal, hier auch Rushua und sowas. Na, man weiß ja nie, was genau haben wir jetzt eigentlich fertig. Also die Liffenmungs, na, alles was jetzt hier drüber ist, ist abgeschlossen, 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 ne? Wir merken uns einfach die Zahl, ab der wir weitergehen müssen. Rubies fehlen als nächstes. Hey. Haben wir? Der fehlt auf jeden Fall noch. Haben wir? Haben wir gar nicht. Haben wir, der nicht. Ach, ein Schweinchen brauchen wir auch noch. Na, das ist ja praktisch. Ich sag mal so, ne? Dumm gelaufen für dich. Bleib stehen. Toll. Bleib stehen. Ich will dich ein bisschen aufhacken. Toll, alle hacken es auf dir rum, ne? Hä? Wo ist denn der, wo ist die Sphäre gegangen? Und du, mein Freund, bist einfach erschossen. Abschluss, Bohohohonus. So, hier haben wir alle, ne? Cool. So, du weißt ja, zumindest alle auf jeden Fall 10-mal fangen, ist ja definitiv auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Plan. So, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel Schatten. Ja? Das heißt, hier bräuchte ich jetzt eigentlich einen Drachen. Das heißt also, müsste Lupenmoon Catrus eigentlich komplett zerreißen. Nee, warte. Falsch, ist ja auch Schatten. Sorry, hab ich gerade kurz verguckt. Ich finde, das wäre dann zumindest neutral so gesehen, ne? Ansonsten habe ich keinen Konter dafür. Was auch nicht so schlimm ist, ne? Nur Galeclaw wäre eine dumme Idee, weil dann kontert Catrus Galeclaw. Ne, so in der Reihenfolge ungefähr. Wir machen trotzdem mal, warte. Mr. Labushi. Ne? Oh, das war jetzt nicht so viel Scham, ich erwartet habe. Okay, Feuer geht nur so halb gut irgendwie, ne? Dann nehmen wir mal Lupenmoon. Kann man machen. Ciao. Bisschen weiter pieksen. Okay. Und da stirbt sie auch schon. Na, willst du einen. Oh, geht sogar eigentlich keine Chance, ja. Na, komm mal zurück. Die fangen wir. Eventuell. Dass sie immer noch einen Schuss rauskriegen, ne? Während die gerade kurz rauskommt. Ganz schön frech eigentlich. Okay. Ich habe leider keine besseren Sphären dabei, was ein bisschen ärgerlich ist, aber jetzt auch nicht allzu wild ist. Wir haben ja noch 114 Versuche übrig. Haben auch Schild wieder voll, Leben regeneriert sich gerade ganz gemütlich. Alle Zeit der Welt. Guck mal, easy. So. 4 antike Bauteile, vielen Dank. Und ein Catrus-Fell. Schön. Galeclaw Level hochgegangen. Nice. So, dann fliegen wir mal ganz kurz rüber, ganz entspannt. Nightwing haben wir auf jeden Fall noch keine 10 voll. Rüstung beschädigt. Boy, was? Okay.
Mach den ja nicht so tief. Gönn dir. Das Gute ist, jetzt wo wir Zugang zu den ganzen Ressourcen haben, ist die Munition noch echt günstig eigentlich. Level 36. Optimal. Und dann geht's zurück. Damit haben wir den Part abgeschlossen. Sehr schön. Erhöhen die Leben natürlich nochmal. Vielen Dank. Und gehen jetzt Richtung Heimat. So, Lager. Auf geht's. Das Geile ist, wir haben jetzt mittlerweile so viele antike Bauteile gefarmt, wo ich am Anfang dachte, das wird voll schwer, aber ist gar nicht. Lohnt sich richtig. So, einmal ganz reinstecken wieder. Vielen Dank, halbe Inventar leer, cool. So, alles reinstecken. Mach mal ruhig die Spiegeleier zuerst, nicht die Tomaten und so, bitte. Genau, passt. Dann gehen wir hin, nehmen die Ecktierbraten raus und packen da schon mal was anderes rein. 8 davon, 14 davon. Ja. Wir nutzen mal ganz kurz den Kühlschrank. Ausnahmsweise mal. Und packen mal das ganze Fleisch da rein. Ja, die Pilze sind jetzt eigentlich eher ein bisschen unnötig, aber den Braten nehmen wir ja eh so mit. Und mehr habe ich nicht, ne? Passt. So, hier auch mal reinstecken bitte ganz kurz. Die Eier ausbrüten. So, Chillit, hast wieder einen Job. Ein Gurirad, nice. Hätte ich nicht gefangen, hat man jetzt auf jeden Fall bekommen. Easy. Ein Bushi. Och, das ist auch super. Peldium. Holz und Stein. Das lassen wir gerne sein. So, da rein bitte. Jetzt habe ich vergessen, die 2 Eier reinzupacken, ne? Hm, schwierig. Warte, warum geht denn da... Wieso bin ich noch so voll? Ach so. Der hat das nicht reingesteckt, weil der Steak ja voll ist. Macht Sinn. So, kurz die 9 Eier reinknallen hier. Ein gewöhnliches Ei und ein Elektro-Ei. Hallo? Dann mach halt Mehl. Wenn du so dringend Mehl machen willst, dann mach halt. Brauchen wir ja eh die Kacke. So. Wieso genau habe ich jetzt Stoff eigentlich, mal so als Frage? Ach so. Nee, warte, Moment, das macht ja gar keinen Sinn. Also schon, die können wir auch mitnehmen, theoretisch. Weißt du was, wir machen das mal ganz kurz so. Ah, da fällt mir gerade auf, das war ja hier in der Kiste, weil das ja ein Produkt ist. Aha. So, dann haben wir 2 Früchte noch, die wir nicht loswerden konnten. Das ist natürlich ärgerlich, aber werden wir auch gleich noch irgendwo los, keine Ahnung wo. Packen das Schwarzpulver hier rein. Haben hier Metallbarren ohne Ende. Können auch ganz kurz reparieren, kein Problem. Eine antike Bauteile sind jetzt auch gar kein Ding mehr. Ich dachte mal, es wäre ein Problem, aber ist gar nicht. Metallhelm ist ganz kaputt, stark. Ja, Metallbarren ist zwar teuer, aber müssen wir machen. 3 davon, na, das haben wir vielleicht nicht zufälligerweise gerade. So. Die Nägel sind auch fertig. Krass, die Produktion lief echt gut. So lange waren wir gar nicht weg. Null. So, Nägel rein bitte. Jetzt muss ich nur ganz kurz überlegen, bitte. Ein Part habe ich mich jetzt gerade irgendwie verpeilt. Jetzt muss ich kurz darüber nachdenken. Warte. Moment, ich bin gerade kurz verwirrt. Lass mich kurz überlegen. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich hatte irgendwas vor, aber ich weiß es gerade nicht. Ach genau, Metallbarren wollte ich nachgucken. Wie teuer waren die jetzt nochmal? Erz. Ach, die kosten Roherz. Alter, ich bin ja so blöd, ich brauche ja gar keinen. Ist ja logisch, ich brauche ja nicht einen gebrannten Metallbarren. Macht ja gar keinen Sinn, weil das ist ja noch roh. Ja, und Kohle. Na, machen wir einfach mal 5 Stück rein. Warum nicht? Zumindest zu reparieren reicht's ja. Nein, nicht das. Und dann wollte ich noch irgendwas produzieren. Ich weiß aber gerade nicht, was. Munition können wir easy herstellen. Sehr nice. Einen großen Futterbeutel haben wir schon. Aber wir können noch forschen. Warte. Technologie. Den riesigen Futterbeutel können wir machen zum Beispiel. Wenn ich Punkte dafür hätte. Lul. Ah, nee, den haben wir sogar schon. Ach. Hoppala. Guck mal an. Wusste ich natürlich. Haben wir die Giga? Haben wir. Okay. Ja, für den Futterbeutel müssen wir mal gucken, weil wir haben keine Kohlefaser. Können wir die eigentlich herstellen jetzt hier? Ich habe jetzt leider die Kohle aufgebraucht. Polymerplatten. Ach, die werden aus Öl gemacht. Mmh.
das ist ja ungünstig. Wusste ich natürlich auch noch ganz genau, oder? Wusste ich. Scheiße. Ja. Ist auch cool, wenn es nicht dabei steht, ne? Carbonfaser. Mhm. Haben wir zufälligerweise gerade nicht da. Naja, gehen wir erstmal hier rein. Technologie. Jetzt wird erstmal frei geforscht. Und zwar können wir jetzt erstmal die Ultrasphäre, ne? Wichtig. Kosten ebenfalls die hochwertigen Barren, Carbonfaser und Zement. Die sind sauteuer, die Scheißdinger. Aber wären bestimmt auch richtig gut, also von daher passt schon. Das Pelz-Sphären-Fließband Nummer 2 ist nochmal schneller. Und sollte das Beste dann sein. Da brauchen wir Platinen für. Nägel, die 100 Metallbarren. Alles klar. Und Platinen. Die werden aus Reinquarz und Polymerplatten. Also quasi, ne, weil Polymerplatten haben wir ja hier schon gesehen. Hochwertiges Pellöl, also aus Öl und Quarz. Wo kriege ich denn Reinquarz her? Ein bisschen reinquarzen. Ja, werden wir schon irgendwie finden. Carbonfaser aus Kohle, natürlich. Den Dark King Inferno-Sattel überspringen wir. Das Eisenholz-Tischset nehmen wir gerne mit. Gartenmöbel-Set nehmen wir auch mit. Ich finde es aber auch geil, dass das Gartenmöbel-Set einfach so eine Kabeltrommel ist. Nice. Ein großes Pellbett. Ein bequemes großes Bett für Pelz. Safe. Hochwertige Stoff brauchen wir im Umkehrschluss auf jeden Fall dafür. Und dann machen wir die restlichen Punkte definitiv noch ins Einzelschussgewehr. Ein Gewehr mit Einzellademechanismus. Das Nachladen dauert etwas, benötigt als Munition. Gewehrmunition. Für die Herstellung wird Waffenfließbandwerk benötigt. Hochwertige Metallbarren und Polymerplatten. Und Gewehrmunition kostet ebenfalls hochwertige Metallbarren und Schießpulver. Was brauchen wir für die letzte Munition? Auch hochwertige Metallbarren. Okay. Das ist aber gut zu wissen, weil das heißt für mich im Umkehrschluss, dass das hier dieselbe Rezeptur ist und wir uns da direkt auf das gleiche einschießen können. Also wortwörtlich einschießen können. Wir haben übrigens keine Punkte mehr. Ich kann mir nicht mal den Quivern-Sattel leisten. Das ist ja krass. Alter. Naja gut, okay. Auf jeden Fall haben wir das jetzt. Dann können wir ganz kurz gucken. Ich meine, Kohlefasern sind... Ach so. Man kann das auch mit dem machen. Ja, das ist interessant. Dann müssen wir die, wir jetzt dringend benötigen, aus Holzkohle herstellen. Ist zwar teurer, aber wenn wir es jetzt dringend brauchen, können wir es ja ruhig machen. Theoretisch. Ansonsten Polymerplatten. Weißt du was, wir machen uns mal ein Einzelschussgewehr. Wobei, warte mal, was brauchen wir nochmal für die Barren? Das war ja nur Kohle und Erz, ne? Das heißt, also müssen wir eh Kohle sammeln, richtig? Ja, also ist ja geil. Das muss ich ganz kurz hier machen. Dann brauchen wir so oder so Kohle. Na, dann müssen wir sowieso einmal ganz kurz Kohle farmen. Das können wir jetzt von mir aus eben machen, weil das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir es einmal ganz kurz nebenbei tun. Die Spitzhacke ist ja eh durch, genau. Weil die Metallbarren brauchen wir eh eine Menge. So, dann gehen wir mal ganz kurz eben... Wie mache ich das am besten? Wie wird das der TP-Punkt davon weg? Wir werden ja hier... Nee, warte, wo war das da? Einen extrem geilen Punkt gefunden zum Kohlefarmen. Da würde ich, glaube ich, gerne hingehen. Ich habe leider noch keinen TP-Punkt dahin, weil der ist noch aktuell hier. Gibt es noch irgendwo anders, wo ich richtig gut Kohle kriegen kann? Ich weiß es gerade nicht. Es gibt viele Orte, aber ich habe jetzt leider nicht markiert, wo Kohle und wo Eisen ist. Das ist das für ein Problem bei diesen Symbolen irgendwie auch. Aber generell ist ja keiner direkt neben Teleportationspunkt, außer eventuell der hier. Wir gehen mal ganz kurz beim Heuchlerhügel gleich gucken, ob das eventuell dann der richtige ist oder ob das ein kompletter Scheiß ist. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Einfach nur ein bisschen Kohle holen, weißt du? An die Arbeit, ihr Maden. So. Jetzt muss ich jetzt kurz gucken, wo war der Scheiß jetzt? Ach so, war direkt über mir. Ja, das habe ich natürlich auf dem Schirm gehabt. Wusste ich natürlich, klar. Aua, ich habe gerade irgendwas Schaden bekommen. Sag mal. Dein Ernst? Ja, was soll denn die Frechheit? Was soll Metallerz, ne? Achso, hier war sogar das Camp direkt. Naja, das ist natürlich ungünstig. Gelklaus. Sag mal, Leute. Was genau wollt ihr jetzt von mir? Warte, wo muss ich hin?
Ja, es war genau die falsche Richtung zum Kotzen. Ja, danke. Wo war das denn jetzt? In die Richtung? Ja, es war hinter dem Camp. Lol. Könnt ihr bitte auf meine Rüstung zu zerstören? Ich habe die gerade eben erst repariert. Eine Frechheit. Kurz nachladen. Ah, es war Metall. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Also schon, aber nicht jetzt direkt. Die haben ein Mau. Nein, nicht das. Das hier. Ja, runterfallen wollte ich, danke. Dann gehen wir einfach ohne jetzt lange Umschweife einfach da oben hin. Ist ja egal. Kurz runterfliegen, das passt schon. Oh lol, das Geräusch kam gerade dreimal. Stark. Naja, Kälte, bla bla. Das ist eventuell ein Problem. Hallo, nein, du sollst... Hallo, ich habe doch nur einmal gedrückt. Lass die Kacke da jetzt los. Mann. Also gleiten, ne, ist teilweise auch echt anstrengend. Danke auf jeden Fall für diesen kleinen Frostschaden. Vielen Dank, freut mich. So, Kohle. Boah, hier müssen wir safe später hingehen. Nein, wieder verdrückt. Junge, Junge, Junge. So, du kannst gerne die Brigade angreifen. Mir ist es egal. Ich hack jetzt hier ein bisschen Kohle. Geht vor allem auch relativ schnell eigentlich. Guck dir das mal an. Spitzhacke ist ja mal Premium. Oh, da ist 50 sogar drin, nicht nur 40. Nice. Ausdauer reicht easy, um so einen Block abzureißen. Also optimal. Sehr schön. Okay, drei Blöcke gehen. Mehr ist da nicht drin. Dann sind wir leider voll. Und dann gehen wir dahin runter. Genau. Einfach mal in die Richtung fliegen. Wird schon passen. Es gab bestimmt noch irgendwie einen Ort, wo es genau neben dem Teleporter war oder so. Aber ich habe es gerade ehrlich gesagt komplett vergessen. Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt ja so weit in meinem Kunden überall. Ob das jetzt Metall oder Kohle war, die ich markiert habe. Kein Plan. Da ist Schwefel und Eisen ganz viel. Habe ich das auch markiert? Nee. Das markieren wir mal. Flieg. Sinkflug. Hui. Absturz. So, zack. Das Gute ist, dass der Teleportationspunkt auch neben uns. Genau, in die Richtung. Hallo, flieg. Ich war stuck am Baum. Ui. Ich meine, ist jetzt zwar nicht die extrem große Menge, die wir zum Eisen, an Kohle haben, aber ist auf jeden Fall schon okay. So. Dann gehen wir ganz kurz zurück, entladen uns bei unserem Lager und tüten direkt nochmal bei dem anderen Lager gleich Eisenerz ein. Ich hoffe, die haben ein bisschen was gefarmt. Ansonsten halt Pech, die müssen wir selber farmen. Ist jetzt auch kein Problem, ist ja direkt über uns. Ja, wo habe ich den Kohle eigentlich gespeichert gehabt? Ah ja, logischerweise beim Erzeding. Macht ja auch nur Sinn. Hallo. Bitte. Ich kann so nicht arbeiten, Leute. Wenn wir schon mal hier sind. Also die Spitzhacke ist halt einfach nur geil, ne? Komm, mit halber Ausdauer machen wir so einen Block weg. Edel. Gibt es eigentlich noch einen, die danach kommt, oder ist das die letzte? Ne, ist das letzte Werkzeug. Oh. Deswegen ist es auch so krass gut. Okay. Ach, warum gehe ich denn hier hin? Da ist Lakista. So, ich hoffe, da gibt es auch jetzt viele Ressourcen beim anderen Lager. Das wäre sonst ärgerlich, wenn nicht. 300, kann man machen. Hm, gut aufgeräumt hier auf jeden Fall. Nice, Leute. Freut mich, wenn es funktioniert. Boah, und die werden irgendwann umziehen auf dieses andere geile Lager. Mit der Kohle. Das wird dann richtig gut. So, dann können wir erstmal direkt dahin gehen.
Genau. So, siehst du? Absolut easy. Machen wir mal hier mal 50 Barren, dann haben die auf jeden Fall schon mal gut zu tun. Ach, scheiße, ich muss ja da hin. Ah, nee, warte, ich muss ja da hinten hin. Da ist die Kiste. Ach, dreckige Scheiße hier. Hui, putz. Wir haben es nicht geschafft. So. Erz rein. So, Rezept wählen. Dann können wir jetzt mal ganz kurz gucken. Was habe ich jetzt geguckt? Ach genau, Kohle, Carbonfasern. Da machen wir ganz kurz 23. Wir gehen aber nochmal ganz kurz Kohle farmen, würde ich sagen. Besser ist das. Können wir ganz kurz eben aus dem Barren schon mal unseren Speer reparieren, weil der hat's verdient. Jetzt will ich eben ganz kurz wissen, gab es nicht noch einen Ort, wo noch besser Kohle zu farmen war? Irgendwie nur einen, wo ich ganz kurz selber kurz hingehen kann, weil ich weiß es gerade ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Ah ja, klar, hier war Kohle noch. Natürlich, aber das ist auch nirgendwo neben dem Teleportationsort, also auch eher schwierig. Hätten wir direkt hier hingehen können dann. Ansonsten... Ist da noch ein Ort? War das Kohle oder Eisen, ist die Frage. Safe Eisen, aber ich guck mal trotzdem nach. Ich meine, ich muss die auch nicht differenzieren, weil sobald wir das Lager da oben stehen haben, ist das eigentlich ja eh egal, weißt du? Ist das in die Richtung? In die Richtung. Aktualisiere dich bitte. In die Richtung. In die Richtung ist richtig. Sag mal, Leute. Übertreibt halt. Wenn die Waffen zücken, ne? Das klingt aber auch immer saugeil. Weißt du, alle Waffe gezückt? Stark. Das ist nur Eisen. Hm. Ich meine, ist jetzt auch geil, ne? So ist ja nicht. Aber ich hätte doch so viel Kohle gefunden. Und jetzt, wo ich es brauche, finde ich es nirgendwo mehr, weißt du? Ist sowas von ein Klassiker. Wir gehen mal ganz kurz da runter, weil ich will irgendwie einen Punkt, an den auch nahe zum neben der Teleportation ist. Oh. Oh. Das ist ja krass. Hier ist auch voll gut Zeug. Das markiert. Das ist doch ein geiler Kohleort da, ne? Dann markieren wir den aber anders. Dann machen wir. Weißt du, was wir machen? Das mit dem Stern? Einfach mal? Ich weiß es nicht. Stern ist aber eigentlich doof. Ich markiere den vorübergehend mal so. Ja, drauf schießen. Das ist gut. Sehr hilfreich. Scheiß auf Holzkohle. Normale Kohle ist ja mal übertrieben easy zu kriegen. Ich dachte, es wäre jetzt nochmal so richtig schwer, so wie damals der Umschwung auf Eisen, aber durch die Materialien, die wir haben, ist das ja mal übertrieben einfach, das einfach selber zu farmen. Gott. So. Noch ein Block bitte? Ich hätte doch noch genug Platz, oder? Hm. Voll. Bye-bye. Ach, Mist. Egal, geht aber noch. Ja, und dann gehen wir einfach zu ihm hier runter. Das ist ja edel. Sehr, sehr gut. Oh, das ist eine Liffenburg-Statuette. Lol. Weißt du was? Die zwei Kohle, die entsorgen wir einfach. So, jetzt wiegen wir nur noch die Hälfte gefühlt. Entspannt, 1000 Kilo. Na, gar kein Problem. Angeblich sind übrigens diese Liffenburg-Statuetten sehr verbuggt und man sollte dadurch übrigens schlechter fangen als... besser, was eigentlich ja irgendwie doof ist. Aber ich denke mal, das werden die wahrscheinlich relativ schnell gefixt haben, oder? Weil das... Keine Ahnung. Die Leute tun immer so, als wäre das jetzt nur ein Weltuntergang, wenn da ein Bug drin ist. Was ich witzig finde ist, weil die sind aber schon... Denen ist schon klar, dass es eine Alpha ist, ne? Oder zumindest nicht Alpha, sondern Early Access. Ist ja nochmal ein Unterschied. Aber trotzdem, dass die es ja nicht mal... Also es wurde ja nicht mal gesagt, dass das perfekt laufen soll. Und das Geile ist, ich im Gegenteil dazu finde das sogar... faszinierend, weil das Spiel im Vergleich zu eigentlich allen anderen Spielen extrem gut und flüssig läuft und die Bugs wirklich an einer Hand abzuzählen sind. Also ich bin ehrlich gesagt sogar überrascht davon, wie gut das läuft.
Was witzig ist, weil die Leute auch rum, weil es so verbuggt sein soll. Oder ich hab Glück gehabt, kann natürlich auch sein. Wer weiß, wer weiß. So, gehen wir nochmal eben ganz kurz Kohle holen. Wenn schon richtig. Da. Ist aber auch ein starker Ort da oben. Da oben ist dann auch Kohle und Eisen. Richtig gut. Hätte ich sogar von hier sehen können. Lol. Sphäre der Schnellfüßigkeit. Ich wollte schon Flüssigkeit sagen. Ach, das ist noch eine Liftmuck-Statuette. Lol. Hallo, Elizabeth. Ich bin nicht wegen euch hier. Verpisst euch ruhig. Ist kein Problem. Ihr könnt noch weiter hier herumschwirren. Ich hole nur diese komischen, hässlichen Erze von euch weg. Die wollt ihr ja eh nicht haben, oder? Ey, ganz ehrlich, die 1000 gewichtig geskillt habe, waren, glaube ich, auch eine echt gute Entscheidung. Und das sind ja immer noch nur 3 Blöcke, so gesehen, ne? Sehr schön. Sind die eigentlich aggressiv, die Gorirats? Ja. Ja, ja, entspann dich. Ich bin ja schon weg. Ich nehme eben die Liftmunk-Statuette, dann verpisse ich mich. Eisgrat. Das war tief. Aber Autschen, Pumpautschen. So. Dann trage ich bitte wieder zurück nach Hause. Danke. Okay. Und da sind wir schon wieder. Easy. Das ist richtig gut. Als erstes will kein cooles Lager haben. Easy zum einfach selber farmen. Kein Problem. Zack. Keine 10 Minuten, schon haben wir irgendwie, keine Ahnung, 400, 500 Kohle gesammelt. Wenn nicht sogar noch mehr. Edel. Hä? Nein, warte, was? So. Gar kein Problem. 50 Barren und alles. Easy peasy. So, Kohle, Carbonfasern. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz noch nach, dass wir noch ein bisschen mehr davon bekommen. Machen wir so die 98 mal mit da rein. So 49, gönn dir. Dann mal eben ganz kurz gucken, fürs Gewehr. The fuck? Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, habe mich schon erst gewundert, warum das Gewehr überhaupt so aussieht. Und das Sturmgewehr so, weil da ist ja kein Unterschied. Das ist ja dasselbe Bild. Dann ist hier das falsche Bild einfach drin, ne? Einzelschussgewehr. Ah ja, so macht das auch ein bisschen mehr Sinn. Vom Fortschritt her. Ja, okay, ja, ist doch kein Problem. Das ist ja easy. Noch 5 Polymerplatten brauchen wir dafür. Okay. Ach man, ich komme da so nicht hoch. Dann klettern wir halt eben. Ach ne, nicht hier. Ich habe sonst kein Handwerk. Ungünstig gelaufen. Egal, Polymerplatten brauchen wir, können wir schon mal gucken wegen Munition. Wir brauchen dafür Gewehrmunition, dafür brauchen wir auch Barren und Schießpulver, also eigentlich kann ich gerade nichts tun. Na, dann ist eigentlich auch egal, oder? Ansonsten einmal ganz kurz die Spitzhacke nochmal reparieren. Kostet ja auch schon mal wieder ein paar Barren. Weg damit dann quasi. Jo. Weißt du was, wir müssen mal ganz kurz eben nur vorübergehend hier nochmal eine Kiste hinsetzen. Mit so ein bisschen extra Zeug. Wenn wir kurz ein bisschen Platz auch kriegen hier, weißt du? So, die Seelen packen wir noch ganz kurz da rein, wo sie hingehören. So, zack, passt. Easy peasy. Und dann können wir jetzt anfangen zu bauen. Easy. Was liegt da? Ein Reparaturset. The fuck? Nutzen die das irgendwie selber oder warum sind die draußen? Und warum liegt hier Holz? Und warum liegt hier Stroh? Ja, gute Frage eigentlich, ne? Also
Also irgendwie ist es mit der Ordentlichkeit hier nicht ganz so gegeben. Leute. Geht so nicht klar. Da müssen Disziplinarmaßnahmen langsam rauskommen hier, ne? Ich weiß ja nicht. So, zwei Eichen bitte rausnehmen, danke. Ein gewöhnliches Ei. Bitte sprießen Sie. Ein Gänkler. Wunderbar. Ich tippe auf einen, ich tippe auf Joltok. Desi. Ah, nicht mal ansatzweise. Naja. So, Kühlung. Nehmen wir kurz das Capri-T-Fleisch raus. Gehen hier hin, weil die Ektidebraten sind wieder fertig. Capri-T-Kräuterbraten. Ich hätte die eigentlich gar nicht rausnehmen müssen, lol. Das vergesse ich jedes Mal. Warte, die stecken wir mit hier rein. 23 Stück davon, easy. Könnte ich nicht mal einen Pfeil reinpacken? Wieso ist da eigentlich kein Pfeilplatz mehr drin? Achso, danke. Warum sind die Pfeile nicht mehr, generell nicht mehr hier? Die hab ich doch gleich da rausgeholt, oder? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ist ja komisch. Wieso geht's eigentlich nicht in die Quelle, sondern immer hier rein? Die fällt euch das so gut da drin. Ich meine, das sieht auch echt schon gemütlich aus, muss ich zugeben. Aber das hier wäre doch auch ganz geil. Solange das extrem sauber ist, aber wobei, da krabbelt ihr dann immer diese komische. Ja, ganz ehrlich, ich würde sogar auch schon fast die da wählen. Schön sauberes, geiles Wasser so. Schon cool. So. Lootmoon. Lass mal bitte craften. Okay. Dauert mir zu lange. Abbruch. Wir gehen hin. Ja, warte, danke für die Carbon, für die Kohle dann. Aber ich gehe trotzdem hin und ich würde gerne jetzt erstmal hier hingehen und einen riesigen Futterbeutel können wir schon mal craften. Dann haben wir den schon mal fertig. Das ist gut. Boah, der braucht aber auch echt lange. Ich meine, gut, wir sind jetzt nur zu zweit hier dran, aber trotzdem. Aber ich muss auch sagen, das finde ich eigentlich echt ziemlich geil, dass das Spiel auch wirklich so drauf ausgelegt ist, dass du alleine wirklich kaum vorankommen kannst, zeitlich gesehen. Und halt ohne Pelz gar nicht weiterkommen kannst. Also du musst halt mit dir zusammenarbeiten. Finde ich echt nice eigentlich. Er hat eine Sphäre gefunden. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Kein Problem. Ach, ich trinke eben was. Dauert eben eine halbe Stunde hier. Ekelhaft. Ach, wunderbar. Ey, da kann man eigentlich ganz kurz eine Pause machen, ne? So. Finally. So, was jetzt danach machen ist, auf jeden Fall schon mal hingehen und ein paar Polymerplatten machen. Du kannst ja schon mal so, ich würde sagen, 15 Stück machen, dann sind die schon mal ganz gut dabei eigentlich. Und wir haben jetzt hier unseren nächsten Beutel. Wunderschön. Das geht von der Geschwindigkeit her sogar. Ja, da kannst du dran arbeiten. Das ist mir erstmal kurz egal. So, die Barren nehmen wir auch kurz raus. Wir brauchen noch einen 20. bitte. Danke. Ach, warte mal, da ist ja Wohlmarkt dran. Wo ist denn unser Fuchs? Ja, nee, Moment. Ja, nee, Moment, Moment, Moment. Foxparks, du kannst nur brennen. Da gehst du bitte gefälligst dran. Ja, deswegen sind diese multiplen Jobs einfach scheiße. So, du arbeitest da dran. Und du gehst bitte mal craften hier, ja? Aha, guck mal an. Schon besser. Also Leute, Arbeitsteilung müsst ihr aber noch mal ein bisschen üben hier. Ist ja peinlich. So, 5 Polymerplatten brauchen wir auf jeden Fall ganz kurz. Dann haben wir die Muskete. Nicht Muskete. Einzelschussgewehr, sorry.
So, siehst du, schön schnell jetzt hier. Eine noch. Vielen Dank. Den Rest machen wir ganz kurz eben alleine. Wir gehen ganz kurz hier hin. Einzelschutzgewehr. Ja. Ja, das können die craften gleich. Das ist mir egal. Ansonsten. Ich mach ein Päuschen. Mhm. Musst du wissen. So, Pell. Sphärenfließbank. Fließbandwerk. Fließbank, genau. Mhm. Großes Pellbett. Wie groß bist du? Hochwertiger Stoff brauchen wir dafür. Und Fasern. Fasern können wir hier herstellen. Das ist kein Problem. Nein, hä? Ich bin an der falschen Werkbank. Fasern. Fasern mussten wir ja da hinten machen. Ja, 3000 Steine. Gar kein Problem. Es sollte noch so einen dritten Button geben, für 100 nach vorne gehen. Das wäre toll. Hui, gut. So, alles rein damit. Vielen Dank. So, dran gearbeitet wird auf jeden Fall. Sehr schön. Dann können wir trotzdem schon mal hier hingehen und schon mal Stoff fertigen. Dann machen wir hier ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel hochwertigen Stoff brauchen wir für die Betten? Nein, nicht so, sondern so. Beleuchtung. Ja, okay, schön, danke. Große Pellbett. Wie viel große und kleine brauchen wir eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Das ist natürlich die Frage, wie groß die ja dann alle sind später, ne? Also Dicktoys ist auf jeden Fall schon mal groß. Die werden wir wahrscheinlich auch behalten, weil der hat nur Bergbau, Stufe 3. Denke ich mal, da besser zu werden, ist schon erstmal schwierig. Ansonsten, den Rayhound nehmen wir für Strom definitiv. Der ist ja Stufe 2. Der ist klein. Ich weiß nicht, wenn wir einfach 5 große machen und dann 15 von den Flauschebetten? Macht das Sinn? Wie groß ist denn eigentlich Mozzarina? Das war auch nicht, wobei war auch nicht groß, ne? War auch ja so mittelmäßig irgendwie, ne? Ja, und also wir werden auf jeden Fall, lass mal kurz drüber nachdenken. Bei Aussaat weiß ich noch nicht, wen wir nutzen. Beim Aussehen. Das gleiche gilt auch für Sammeln und so. Keine Ahnung. Bergbau wird Dicktoys sein. Safe. Wasser. Boah. Wasser, was nehmen wir für Wasser? Muss ich kurz überlegen, aber eigentlich auch nichts Großes, ne? Jetzt gerade haben wir ja einen Tiefanten. Also auch eher klein. Und wenn überhaupt, dann höchstens Mittel, weil ein großen mich jetzt nicht handelt, der die ganze Zeit da rumläuft. Dann auf Farm werden wir haben. Aber wir müssen ganz kurz auf jeden Fall pennen gehen, damit das hier nicht hier ausartet. Auf Farm haben wir auf jeden Fall Bigard. Auch eher klein bis Mittel. Mozzarina. Ein Cremes für die Wolle. Ein Wixi zum Aus. Fixi zum. Genau, Wixi, bitte mal. Das ist auch ein komischer Name, ne? F-I-C-K, sie. Ja, ja, Entschuldigung. Dann Chikipi für die Eier. Das sind eigentlich alles so kleinere bis mittlere. Feuererzeugung ist jetzt noch eher hier drin, aber da wird doch bestimmt noch getauscht irgendwann. Weil Stufe 1 ist halt eher ein bisschen schwierig, ne? Aber selbst wenn wir sowas wie Wulmbach oder sowas in der, ich sag jetzt mal nur in der Größe haben, ist ja auch eher normal bis mittel. Handwerk, keine Ahnung, ich will jetzt ja keine Handwerker haben, die riesig groß sind. Holzhacken, so Ektidier zum Beispiel, ist halt auch eher mittelmäßig. Ich weiß nicht, ob das groß zählt. Steht das nicht dabei, ob du als groß oder kleiner zählst? Weil ich finde, die sind halt jetzt nicht so riesig, ne? Ich weiß, Pellbett hier nochmal angucke. Die aber auch nicht. Brauchst du jetzt ein großes oder ein mittleres? Weißt du was, ich guck mal ganz kurz nach, weil es würde mich mal interessieren. Pellbett für, also das große. Hallo. Ich muss das über den anderen Browser machen. Dieser Browser hier in dem Overlay ist einfach komplett kaputt. Guck mal, jetzt hat er erst geladen. Das Ding kannst du nicht gebrauchen, keine Ahnung. Wie heißt das Pellbett? Einfach großes Pellbett, okay. Dann gehe ich mal ganz kurz in den Browser. So.
Und schau mal nach Wikipelworld. Und dann einfach noch Big Bad. Ich mache einfach mal nach Bad, guck ich mal. Bad. Ein Pellbad, Shoddybad, Straw Pellbad. Ich gucke mal nach Pellbad. Pellbads. Okay. Large Pellbad. Fluffy bed to give pels a good rest. Pels can rest when injured or sleep at night. Even large pels can sleep. Ja, das ist die Beschreibung davon. Danke für nichts. Da gucken wir halt noch im Browser selber nach. Pellworld. Warte, wir machen das ganz anders. Large Pellbad. Pellworld. Wir schauen mal so nach. Vielleicht steht er irgendwie bei, oder ich guck mal nach, für wen man das jetzt benötigt. Fluffy Pellbed versus Large Pellbed, genau. Large Pellbeds are meant for larger pels like Mossander. Na, das steht schon als groß. They aren't a necessity though. You can 100% get by on Fluffy Beds. Also reicht das, wenn wir die ganze Mal haben. What defines a large pell? In Reddit. Das ist auch eine ganz gute Sache. I just unlocked a big pell bed, bla bla bla. I'm guessing its overall size. The amount of food they consume could potentially be an indicator, but I'm not sure. Pass auf, da das anscheinend ja nicht so relevant ist, dann machen wir es ganz einfach. Dann gehen wir hin und sagen einfach, wir machen jetzt 6 große Pellbetten und 14 von den Flauschebetten. Dann ist es nämlich relativ gut aufgeteilt, finde ich. Dann haben wir halt, auch können wir auch noch symmetrisch bauen, weil es eine schöne glatte Zahl ist. Dann machen wir jetzt 60 Stoff. Ja, muss man ja alles mal irgendwie testen. 60 Stoff. Oder weißt du was, machen wir mal hier ein bisschen mehr. Ah ne, das ist ein bisschen teuer, ne? Machen wir mal nur 60 Stoff. Dann, wenn es halt benötigt ist. So. Die Polymerplatten sind fertig, das ist gut. Dann kannst du jetzt hier schon mal hingehen ganz kurz und ein paar Carbonfaser machen. Für 80. Hast du schon mal was zu tun? Hochwertige Metallbarren. Einzelschussgewehr, vielen Dank. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Wofür habe ich die jetzt mal alle gebraucht? Warte mal ganz kurz, lass mich ganz kurz überlegen. Scheiße. Also Einschussgewehr schon mal nice. 1100. Wobei die Muskete hat auch 1000, ne? Aber dennoch, krass. Ja, jetzt will ich trotzdem kurz überlegen. Die Primärplatten brauche ich jetzt gerade für nichts anderes, oder doch? Oder habe ich jetzt einfach nur so gecraftet, damit ich erstmal auf Lager habe? Ich glaube schon, ich hätte einfach 15 gemacht erstmal, ne? Ja. Ansonsten muss ich jetzt eben erstmal ganz kurz gucken, dass wir halt ein bisschen Munition dafür bekommen. Mal 5. Ist jetzt zwar nicht die extreme Welt so, ne, aber man kann es ja mal machen. Finde ich eigentlich ganz gut. Jo. Passt. Vom Gewicht auf jeden Fall schon echt krass. Okay, dann kann der schon mal den produzieren. Die Fasern werden da hinten gemacht. Dann haben wir die Betten schon mal quasi durch. Weil ansonsten hier Nägel und Fasern haben wir ja eh genug. Dann die normalen Flauschebetten. Die brauchen einfach nur normalen Stoff. Holz, Nägel und Fasern. Okay. Dann gehen wir, bevor wir irgendwas machen, müssen wir sowieso erstmal eine Mauer bauen. Was brauchen wir dafür eigentlich? Ja, Moment. Ja. Lass mich raten, das ist eine Forschung, ne? Habe ich natürlich voll dran gedacht. Eisentor. Scheiße. Metallschutzwand. Ah, 42 und 43. Da machen wir die erstmal aus Steinen, tauschen die später einfach aus. Ist ja egal. Oder? Ja. So, Schutzwand. Kostet nur ein bisschen Stein und, kleines bisschen Zement, das geht ja sogar. Dann nutzen wir hier eben, keine Ahnung, die Hälfte vom Zement, das ist ja okay. Und holen ein paar Steine ab. So viele wie wir halt Platz haben. Dann bauen wir erstmal so eine grundlegende Mauer außenrum, um so einen gewissen Kram schon mal vorzugeben. Die sind massiv zu schwer.
Ja, ist jetzt zwar echt nicht viel, aber da muss es halt so mit reichen. Und dann gehen wir jetzt eben ganz jetzt da oben hin und fangen schon mal an, die Mauer zu ziehen. So das Grundlegende einfach, weißt du? So, jetzt ist ja vor allem die Frage... Oh, wir haben sogar eine Kiste genau vor unserer Tür. Ist ja geil. Es ist ja ein saugeiler Ort einfach, ne? Guckt's euch an. Wunderschön. Ich will es noch einmal ganz kurz von oben sehen, einfach weil es geht. Eisen direkt vor der Tür, das direkt vor der Tür, alles nice. Mehrere... Ach, das ist auch nochmal Eisen. Guck mal, da ist auch Eisen. Alles voll Eisen hier. Ein paar Banditen haben wir auch. Da ist sogar ein Ei oben drauf, habe ich mir schon mal gesehen. Sehr, sehr fett. Ja, läuft. Okay. Dann machen wir das Ganze so. Strukturell erstmal eine Wand ziehen. Die Frage ist, machen wir die Wand als komplett rundum Dingen oder bauen wir unser Haus an den Rand und machen da quasi die Mauer dran ausgehend? Das wäre auch eine Idee. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal so, dass wir halt die Schutzwand komplett außen rum ziehen und überall da, wo halt Dingens ist, machen wir halt ein Steintor hin. Erstmal, ja? Wie lange dauert das? Ja, danke, da wollte ich drauf. Vielen Dank. Ist ein Stück, aber ich glaube, ich kann unseren Lootman nehmen, weil der kann eh mithelfen beim Bauen. Dann passt das. Bist du eigentlich besser im Handwerk oder ist unser Bushi besser im Handwerk? Ich weiß es mich gar nicht. Arbeitstempo 70, Handwerk 2. Ach. Nee, nee, der ist schon gut. So, und Schutzwand. Ja, verklickt. Sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Ja, geht so, ne? Aber so wie wir es optisch schon vorgehen müssen. So, und dann quasi einmal so eine Begrenzung ziehen, weißt du? Hm. Ich weiß noch nicht unbedingt, ne? Ich will mir noch eben ganz kurz wissen, wie das Ganze von da aussieht. Einfach mal aus Interesse. Es geht, ne? Es geht. Also es ist nicht komplett hässlich, aber jetzt auch nicht unbedingt sehr nice. Aber geht. Kann man so machen. Ansonsten versuchen wir einfach Verteidigungsstrukturen zu bauen, die dann halt rundum irgendwie sind und das... ich weiß nicht. Nur der Angriff letztes Mal war halt schon nicht ohne irgendwie, ne? Wenn die immer so abgehen, dann müssen wir echt ein bisschen aufpassen halt. Wir schauen mal. Weil hier wird's wieder schräg, ne? Das finde ich aber irgendwie hässlich. Ja, oder wir machen das so, wir machen das nicht mit einer Mauer, sondern machen verschiedene Verteidigungsstrukturen, dass die Angriffe zwar schnell besiegt werden, aber halt keinen großen Schaden richten können. Dann, das wäre auch ganz gut, weil wir bauen ja eh nichts aus Holz, ne? Also abbrennen können wir eh nicht, die ganzen Dinger, na, Weil irgendwie, ich finde diese Verteidigungsstrukturen echt übelst hässlich. Weiß nicht. Ich meine, nichtsdestotrotz will ich ja trotzdem umziehen, ne? Weil der Platz hier auch bergig und so ist. Ich finde den ja schon tausendmal besser, ehrlich gesagt. Aber mir geht es ja ums Prinzip, ne? Will ich jetzt Mauern bauen oder nicht? Ich weiß nicht. Was wir auf jeden Fall machen können ist, dass das ist schon mal safe. Nein. Wir können hingehen und verschiedene Verteidigungsstrukturen dann setzen, ne? Das heißt, wir können dann hingehen und sagen, ey, wir nehmen jetzt irgendwie zum Beispiel ein Steinfundament, wie ich es finden würde, da. Setzen das irgendwie nach ganz oben und setzen da irgendwie, keine Ahnung, MG oder so drauf. Ist ja auch ganz geil. Ja. Wie wird das eigentlich außen sein? Wenn ich das jetzt hier hinsetze, geht das kaputt? Nö, das geht. Okay. Guck mal, außen kriegst du die volle Ressourcen zurück, obwohl es angeschlagen ist. Ist ja auch super. Hm, dann machen wir es ohne Mauer. Okay, dann haben wir das Ding schon mal geplant. Das ist ja schon mal gut. Weil irgendwie, die ist so, die ist halt einfach hässlich. So, wir fangen natürlich an mit ein paar Handwerkern hier, dass die schon mal anfangen können. Nur Handwerker, weil das andere würde sonst irgendwas kaputt machen.
Transport, Bergbau und Sammeln. Ist hier irgendein... Ja, wobei, die könnten Beeren sammeln dann ohne Ende, ne? Ist eher ein bisschen ungünstig. Handwerk, Transport und Strom. Weißt du was, dann machen wir ganz kurz eben die ganzen Sparkits hier rein, die uns erstmal beim Bauen helfen gleich. Klingt doch gut, oder? Ich glaube schon. So, Steinfundament. Jetzt müssen wir überlegen, wo setzen wir eigentlich denn die Pellbetten hin? Ich weiß auch noch nicht, wie groß sie sind. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Machen eh die nächste Folge dann an und dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Also Bauen wird dann quasi ab nächstem Mal stattfinden. Darf ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.